Von dieser Serie kann man aktuell die zweite Staffel sehen. Dabei generiert sie einen enormen Zuschauerzuwachs. Eine dritte Staffel wurde bereits offiziell bestätigt. Und damit geht es hier jetzt um die erste Staffel von Euphoria. Obwohl Rue gerade einmal 17 ist, hat sie bereits eine beachtliche Drogenkonsumkarriere hinter sich. Und die Tatsache, dass sie erst kürzlich im Entzug war, bedeutet noch lange nicht, dass sie nicht weiter Pillen einschmeißt, um ihr Leben etwas erträglicher zu machen. Ihr Dealer macht das Ganze dabei nicht gerade einfacher und erst recht nicht das Leben an der Highschool. Da wäre beispielsweise die neue Schülerin Jules, die nachts in dunklen Gassen fremde Männer für das schnelle Vergnügen trifft, wobei das eher einer seelischen Schändung gleichkommt. Oder Kat, die als Übergewichtige von kaum jemandem beachtet wird, doch schnell feststellt, dass sich mit Nacktheit und Selbstbewusstsein auch jede Menge Geld verdienen lässt. Maddie und ihr aggressiver Freund Nate wiederum können mal kaum die Finger voneinander lassen und bewegen sich dann wieder in sehr tiefen Abgründen, während Cassie immer nur benutzt wird und ein sehr schwieriges Verhältnis zu Männern hat. Denn wirklich jeder Mensch hat seine ganz eigene Geschichte und Triggerthemen und die können manchmal sehr, sehr gefährlich werden. Euphoria in der ersten Staffel besteht aus 8 Episoden, die zwischen 48 und 62 Minuten lang sind, ist ab 18 Jahren freigegeben, wobei Sky 16 vermerkt, Amazon wiederum 18, in Polen sogar bloß ab 12 und das, obwohl die Serie sehr, sehr explizit ist, ist ein Dramaformat und beschäftigt sich quasi mit den verschiedensten Biografien und Figuren an einer Highschool, den Themen, die es im Leben gibt und vor allem ist das sehr, sehr, ich will gar nicht mal sagen, den Finger in die Wunde legend, neben der Tatsache, dass man explizit ist, greift man eben ganz wichtige Themen auf. Wie Mental Health, wie sexuelle Gewalt und Übergriffe, wie aber auch durch Erziehung und ein Umfeld, in dem man groß wird, bestimmte Dinge auf einen einwirken. Was sind denn Täter? Was sind Opfer? Wo vermischen sich diese Welten? Was kann man wem zuordnen und lässt dabei wahnsinnig viel Raum zu diskutieren? Ich finde, es ist vor allem auch nie vorhersehbar, wo die Reise hingeht. Es ist unglaublich künstlerisch aufgearbeitet, hat eine tolle Kamera, eine Zusammenstellung an Songs, wo ich denke, das ist eine der besten Gesamtscores einer Serie in der ersten Staffel, die ich jetzt erst einmal rede. Die ich jemals gehört habe und ich habe sofort, als ich mir die Serie angeguckt habe, gemerkt, das zieht mich richtig in den Bann. Zugegebenermaßen haben Hunderte von euch, seitdem die erste Staffel raus war, die gibt es ja schon eine Weile, weil die zweite gerade aktuell ausgestrahlt wird, mir immer wieder geschrieben, Robert, schau Euphoria, du musst sie dir ansehen und, ihr hattet absolut recht, ich finde. Und ich dachte immer wieder beim Gucken, was ist denn das richtige Wort, was macht diese Serie mit mir, außer dass sie mich in den Bann zieht und dass ich diese Figuren so wahnsinnig spannend finde und dass man auch merkt, dass da viele persönliche Themen drinstecken und dann dachte ich irgendwann, es ist regelrecht elektrisierend, weil es teilweise Kameraeinstellungen gibt und dann wiederum so intensive, manchmal erotische, manchmal liebevolle, freundschaftliche, teilweise aber auch abhängige Momente. Und da gibt es gerade hinten raus eine Szenerie, wo immer wieder die Lichtpartien wechseln und mit Lichteffekten gespielt, wo ich dachte, krass, wie mutig ist es so zu inszenieren. Und dabei ist diese Serie gleichzeitig so wahnsinnig selbstbewusst, dass es so typisch ist, dass sie aus dem Hause HBO kommt. Diese Kamera und diese Serie hält auf seelisch schmerzende Momente, aber auch physisch sehr nackte Momente drauf, dass sie etwas ganz Pures hat und dennoch dabei nicht irgendwie den Faden verliert und irgendwelche Schauwerte machen will, um das Publikum in erster Linie zu sagen, oh, hast du das gesehen, hast du das gesehen, sondern auch die Geschichten nie aus dem Fokus zu verlieren. Das mochte ich sehr, was zum Beispiel auch daran liegt, dass Episoden immer wieder auch damit anfangen, dass bestimmte Figuren ihre eigenen Expositionen bekommen. So schaut man sich Figuren an und geht an deren Kindheit, baut dann auf, warum haben sie einen Vaterkomplex beispielsweise, warum haben sie bestimmten Hang zum Drogenkonsum, wie ist die familiäre Konstellation, was waren die Vorlieben schon in der Kindheit, wann sind Träume geplatzt, warum ergibt sich so ein Bild aus Figuren, die wir im Laufe der Serie kennenlernen und die immer mehr in den Mittelpunkt rücken, wo ist deren Backstory, wo ist deren charakterliche Verankerung, da muss ich sagen, ganz feine Nummer bei Euphoria und da freue ich mich auch, die zweite Staffel anzuschauen, dass eine dritte Staffel gegreenlightet wurde und ich hatte ja gerade im Film erst gesagt, dass die erste Staffel 6-7 Millionen Zuschauer oft hatte, die zweite jetzt schon bei 13 Millionen Zuschauer steht. Also es zeigt, dass das ein internationaler Hit ist. Da kann man sehr gespannt sein, wo die Reise noch hingeht. Zendaya übrigens als bekannteste im Hauptcast ist auch die jüngste Emmy-Preisträgerin aufgrund ihrer Performance hier in Euphoria und sie macht das wirklich großartig. Und normalerweise würde ich jetzt auf den Cast eingehen und auf die einzelnen Darsteller, aber es gibt einfach eine solche Hülle und Fülle an Figuren, die so spannend geschrieben sind, wo beispielsweise der Schöpfer Sam Levinson hat seine eigene Drogengeschichte reingenommen, um diese Figur der Rue, die, sage ich mal, der größte, ich will gar nicht sagen Dreh- und Ankerpunkt, ist aber den
roten Faden uns erzählt, von der wir immer wieder an die Hand genommen werden und durch Euphoria getragen werden, weil ihr Umfeld und ihre Highschool und die Schüler, aber auch deren Eltern und das ringsherum ist das, was uns in erster Linie interessiert, aber vor allem auch, wie sehr man überfordert sein kann in einer Coming-of-Age-Zeit von den Aufgaben des Lebens, dass wenn vielleicht nach einer Highschool-Liebe nicht für immer sein kann, weil jeder seinen eigenen Weg gehen wird und was ist, wenn man dann selbst einfach so viele Schmerzpunkte hat und vor allem auch Sexualitäten, auch das Thema Trans sein, da wirkt das Ganze, ich will gar nicht sagen modern in erster Linie, aber gibt all diesen Themen mal richtig Raum und das auch auf teilweise eine natürliche Art, auch wenn Figuren andere Figuren in der Serie verurteilen, dass es trotzdem immer noch eine Distanz und manchmal auch wieder Nähe gibt, dass wir uns selbst ein Bild machen, wo ich sagen muss, da steckt so viel Kreativität drin, das fand ich richtig, richtig gut. So ist das beispielsweise auch in den Figuren von Cat und Jules, die ihre eigenen Geschichten mit eingebracht haben, um ihre Charaktere zu bauen und so gibt es, glaube ich, gerade weil wir eben Themen auch wie Bodyshaming haben, aber wie man auch mit Selbstbewusstsein es meinetwegen drehen kann und dann die Musik einbricht in Momente, da gibt es zum Beispiel rund um die Figur Cat, die allein schon deswegen so faszinierend ist, weil sie ganz am Anfang so sehr prüde inszeniert wird und dann nach und nach feststellt, dass das, was ihr vorgeworfen wird, wie man sie klein macht, dieses sexuelle Spiel von Macht, sich auch ganz einfach drehen lässt. Aus diesem Selbstbewusstsein heraus eine Begierde entsteht, gleichzeitig eine Verdienstmöglichkeit und dann gibt es beispielsweise einen Moment, in dem sie das entdeckt und an einem wahnsinnig guten Kostüm in einer Mall gepaart mit einem Hammer-Tune langläuft und ich sofort Gänsehaut hatte. Und damit ist Euphoria immer wieder gespickt mit Momenten, wo es nach oben rausbricht emotional und man denkt, Alter, wie geil ist das denn? Und dann Momente, wo man denkt, tu das nicht, mach das nicht, lass dich nicht auf diesen Abgrund ein. Und man schaut manchen Schritten und Wegen zu, wo es einem regelrecht schmerzt, diesen Weg mit den Charakteren zu gehen. Kurzum, ich finde das richtig, richtig stark und richtig, richtig klasse und ärgere mich selbst, dass ich Euphoria erst jetzt gesehen habe. Kann es aber nur jedem empfehlen, sich anzusehen. Schauen, könnt ihr auf Sky eben beispielsweise sehen. Und habe ich übrigens erzählt, dass witzigerweise in Polen die Serie ab 12 ist am Anfang. Das finde ich ein bisschen skurril, weil gerade wenn wir über die Altersfreigabe reden, die ist nicht umsonst. Ab 18, weil, um mal diese Themen, die eben wie Missbrauch, Freundschaft, Liebe vorher oft immer auch so Triggerwarnungen bei Serien kommen, aufgegriffen werden, ist vor allem die explizite Nacktheit mal sehr spannend. Weil normalerweise werden Frauen in erster Linie sexualisiert und ja, Euphoria hat auch viele oben ohne Aufnahmen, aber gleichzeitig wahnsinnig viele Männer nackt sehen. Da wird also das männliche Geschlecht immer wieder in der Kamera gefilmt, drüber geredet und das ist eigentlich mal ganz spannend, dass man das mal umdreht, weil definitiv in der Film- und Serienwelt herrscht ein verdammtes Ungleichgewicht. Nun könnte man darüber diskutieren, sind Premiere männliche Geschlechtsmerkmale, was anderes als sekundäre weibliche, ist das überhaupt ein Gleichgewicht? Aber vor allem gibt es mal ein Gefühl dafür, wie es ist, andersrum ein bisschen sexualisiert zu werden. Jetzt muss man das nicht unbedingt gut finden, aber das gerade, weil viele, wenn es um das Thema Frauen geht und dass sie immer an den Rand gerückt werden und schlechtere Rollen angeboten bekommen, weniger Geld verdienen und das Ganze mal so ein bisschen umzudrehen, weil wir eine weibliche Hauptfigur haben, die auch mal Dickpics und so weiter rated, finde ich das mal einen ganz spannenden Ansatz, da auch nicht zurückzuschrecken, sondern einfach mal draufzuhalten und zu sagen, ja, so ist halt die Welt, so ist auch der Körper, dazu kann man stehen und vor allem darüber hinaus neben all der Oberflächlichkeit, die uns Social Media und Co. immer bringt, gibt es einfach auch mal wahre Gefühle. Und ich finde, genau da ist Euphoria wahnsinnig stark. Und auch überhaupt nicht auf den Punkt zu bringen, was die Serie in allererster Linie ist, weil sie so viele gut geschriebene Schauwerte links und rechts hat, dass genauso wirr vielleicht auch meine Review an dieser Stelle wirkt. Lasst uns kurz nochmal technisch reden. Ich finde die Kameraarbeit teilweise irre künstlerisch und richtig gut. Über diese Lichtwechselsequenzen beispielsweise habe ich ja schon geredet, in so einem Party-Modus. Aber vor allem, wenn die Kamera auch so ein bisschen im Drogenwahn mitdreht und sich mitbewegt und dann immer wieder auch mal stehen lässt und vor allem Menschen zeigt, die auch einen innerlichen Zusammenbruch haben, weil sie wieder einmal betrogen wurden, weil sie wieder einmal benutzt wurden oder weil sich in die Wut aufbaut, wo sie im Grunde auch merken, ich werde mich gleich aggressiv verhalten, aber das hat auch was damit zu tun, wie meine eigenen Eltern mich großgezogen haben und im Grunde aus Tätern auch wieder Opfer werden, ohne es zu schönigen, ist es eben so verdammt vielschichtig und die Kamera ist da ganz oft in den richtigen Momenten, an der richtigen Stelle in dieser Szenerie von Kleinstadt, die im Grunde dir auch aufzeigt, hey, das passiert überall und diese düsteren und manchmal traurigen Biografien, auch wenn Menschen glauben, viel richtig zu machen, die gibt es überall und dieses perfekte Leben, das gibt es nicht, weil jeder hat eine Geschichte und deswegen sollte man vorsichtig miteinander sein, respektvoll miteinander sein und vor allem dann zuhören, wenn jemand auch etwas zu erzählen hat, weil oft darin nicht nur Freundschaften andere Dinge erwachsen können, sondern vor allem auch das Gefühl dafür, was jemandem etwas im Leben wichtig ist und bedeutet, statt immer nur vorzuverurteilen. Und ich finde, das macht die Kamera toll, das macht die Szenerie, das macht die Musik auch teilweise richtig, richtig gut, also Euphoria für mich eine Hammer
Dramaserie, wo ich am Ende sagen muss, schaut sie euch an. Ich glaube, wenn man selbst so ein paar Themen hat, denen es schwerfällt, sich zu nähern, muss man auch ein bisschen gucken, wie geht man mit dieser Geschichte, wie geht man mit diesen Figuren um. Diese Serie ist schon teilweise emotional hart, glaube ich, wenn man auf bestimmten Themen selbst große Baustellen hat. Aber ich selbst möchte Euphoria gerne 9 mit Hang zu 10 möglichen Punkten geben und freue mich wahnsinnig, da weiter mehr zu sehen. Und entschuldige mich an dieser Stelle, falls es ein bisschen wirr war, aber ich glaube, wenn man Euphoria selber anschaut, merkt man, dass es eben nicht diese eine stringente Geschichte gibt. Das ist dann natürlich viel einfacher bei Serien oder bei Filmen, wenn es klar ist, das ist der rote Faden. Aber sind wir ehrlich, die richtig guten Geschichten sind eben die, die so wirken, wie als finden sie auch wirklich im Leben statt. Und ich finde, davon hat Euphoria eine kräftige Portion von kräftigen Charakteren drin. Das heißt nicht, dass jeder Mensch gleich so heftige Geschichten darbietet, aber auf jeden Fall etwas, was mich voll mit auf eine Reise genommen hat und ich bin gespannt, mehr zu sehen. Habt ihr denn Euphoria geschaut? Wenn ja, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Und wie findet ihr die Serie? Lasst mich dort gerne wissen. Und ich gebe ihr letztendlich erst einmal 9 von 10 möglichen Punkten. Ich glaube, es gibt noch ein bisschen Luft nach oben, aber ehrlich gesagt nicht viel. 9,5 von 10 möglichen Punkten. Und damit beende ich diese Review und bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.